Herzlich willkommen bei einem neuen Video von ZAPTV und herzlich willkommen bei einem neuen Bohrtest. Heute vom Gladiator Elite 12.6S. Das ist die etwas sportliche Variante von der Premium Edition von Gladiator. Es gibt auch noch die Pro und die Light Edition. Das hier jetzt wirklich die hochwertigste Edition, die es von Gladiator gibt. Und hier gibt es auch noch unterschiedliche Modellreihen. Hier die Sportvariante oder die S-Variante ist von der Standfläche dann etwas schmaler. Es gibt aber auch noch ein 12.6T, wo wir dann eine etwas breitere Standfläche und dementsprechend auch etwas mehr Kippstabilität haben. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit der SUP Garage entstanden, die uns dieses Board auch für einen Test zur Verfügung gestellt haben. Bei der SUP Garage findet ihr unterschiedliche Stand-Up-Pedalboards, in der Regel aufblasbare Varianten, bekommt neben den ganzen unterschiedlichen Boards, auch zum Teil sehr günstigen Boards, auch eine super Beratung, sodass wir euch diesen Shop nur weiterempfehlen können. Wir haben euch natürlich unten in der Videobeschreibung einen Link zu den ganzen Gladiator Boards einmal gesetzt. Wenn ihr uns, unsere Arbeit hier auf dem Kanal unterstützen wollt, dann gebt diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch immer Neuigkeiten, wenn wir ein neues Video für euch hochgeladen haben. Starten möchten wir jetzt erstmal mit dem Lieferumfang. Diese Version bekommt ihr für rund 730 Euro. Enthalten ist einmal ein Rucksack, der über ein Tragesystem verfügt und zusätzlich noch Rollen habt, dass ihr den Rucksack ganz entspannt hinter euch herziehen könnt. Der Rucksack wirkt im ersten Moment recht klobig und groß, aber ihr bekommt wirklich den gesamten Lieferumfang und noch mehr in dem Rucksack ganz einfach verstaut. Der Rucksack wirkt auch wirklich sehr robust und sind bis jetzt noch keine Mängel bei diesem Rucksack aufgefallen. Des Weiteren haben wir hier eine Doppelhubpumpe von Bravo. Das heißt, sie verfügt über eine Single- und Double-Action-Funktion. Dass, wenn ihr nicht mehr genügend Kraft habt, wenn ihr schon mehr PSI auf dem Board drauf habt, könnt ihr dann auf die Single-Version oder die Single-Action umschalten und dann fällt es euch etwas leichter. Die Besonderheit hier bei dieser Pumpe ist auch, dass der Kolben außerhalb der Pumpe ist und dadurch ist der Widerstand nicht so hoch. Also es fällt mit dieser Pumpe etwas leichter, die Luft in das Board hinein zu pumpen. Also auch für Leute, die immer Schwierigkeiten hatten, bei dem Board das richtig aufzupumpen, denen das immer besonders schwer gefallen ist, für die ist diese Pumpe vielleicht die richtige Wahl. Hier die Besonderheit ist auch noch, dass ihr die Griffe abschrauben könnt. So könnt ihr die Pumpe noch etwas leichter im Rucksack verstauen. Und ihr könnt die Luft nicht nur in das Board hineinpumpen, sondern auch wieder herauspumpen. Des Weiteren haben wir noch ein Carbon-Paddel. Dieses fühlt sich wirklich sehr angenehm in der Hand an. Es ist ein dreiteiliges Paddel, was ihr bis zu einer Länge von 2,20 Meter ausziehen könnt. Der Griff ist wirklich sehr angenehm und auch bei längeren Subtouren hatten wir dieses Paddel schon mit dabei und wir hatten keine Druckstellen oder Blasen an den Händen. Das Paddel wiegt so um die 700 Gramm, liegt also wirklich sehr leicht in der Hand. Des Weiteren haben wir noch ein Repair-Kit. Solltet ihr doch mal ein Loch im Board haben, was wir natürlich nicht hoffen, aber da habt ihr dann alles mit dabei, damit ihr das Loch wieder flicken könnt. Zu guter Letzt haben wir hier noch eine Coiled Leash, die erhöht die Sicherheit auf dem Board. Falls ihr doch mal runterfallen solltet, kann so das Board nicht von euch wegtreiben, sondern ihr habt es immer griffbereit bei euch in der Nähe. Das eine Ende kommt an das Board, an den D-Ring und das andere Ende kommt an euren Fuß. Nach dem ganzen Lieferumfang kommen wir jetzt zum Board. Wir haben hier die klassische Touringlänge, 12 Fuß 6 Inch, 381 cm. Und in der Standfläche haben wir nur 76 cm. Hier bei der 12.6S Variante, die 12.6T Variante hätte dann 81 cm und wäre dann noch etwas kippstabiler. Dieses Board ist durch die 76 cm schon etwas anspruchsvoller, was die Kippstabilität angeht. Trotzdem würden wir es durchaus auch für Sub-Einsteiger und Anfänger empfehlen, die dann vielleicht gleich mit einer etwas sportlicheren Boardversion starten möchten. Denn gerade hier im Bereich des Sweet Spots, also da, wo auch der Tragegriff ist, ist dieses Board trotzdem ordentlich kippstabil, weil wir halt insgesamt trotzdem eine große Auflagefläche auf dem Wasser haben. Aber für Leute, die nicht ein ganz so gutes Gleichgewichtsgefühl haben, würden wir dann doch eher zu 12.6T-Variante raten. Denn darauf ist es dann gerade auf Langstrecken noch etwas entspannter, auch wenn die Beine dann müder werden, noch gut und sicher zu paddeln.
Das Board hat eine klassische Touring-Form durch die Boardform, eine spitz zulaufende Nose. Auch das Heck ist leicht schmaler zulaufend, aber nicht zu schmal, sodass wir insgesamt trotzdem eine gute, aber nicht sehr gute Kippstabilität haben, bedingt halt auch durch die insgesamt sportliche Boardform. Die Standfläche ist schön rutschfest durch die Wabenstruktur, wo wir zwar keine besonders tiefen Rillen haben, trotzdem auch im nassen Zustand noch genügend Grip haben. Und auf der Standfläche haben wir die Besonderheit, dass wenn wir uns nach hinten bewegen, dass wir eine Abkantung haben, ein sogenanntes Kickpad, worüber wir dann noch schneller Turns mit diesem Board machen können. Das heißt, da lässt sich das Board dann runterdrücken über dieses Kickpad und so können wir dann über den Pivot Turn dieses Board, was natürlich bedingt durch die Boardlänge nicht ganz so wendig ist, noch einfacher um die Kurve ziehen. Wendigkeit ist auch genau das Stichwort. Natürlich ist dieses Board nicht so wendig wie die 10-6er oder die 11-4er Version. Dieses Board ist schon etwas anspruchsvoller, um die Kurve zu ziehen, gerade wenn man hier im Bereich der Boardmitte steht. Wenn man nach hinten geht, ist es trotzdem einfach, aber gerade wenn wir hier in dem Bereich stehen, brauchen wir schon deutlich mehr Paddelzüge, das Board gut um die Kurve zu ziehen. Daran ändert auch nichts, dass wir hier eine leichte Boardaufbiegung haben, die das zwar etwas vereinfacht, das Wenden, aber halt nicht extrem vereinfacht, sodass man schon etwas mehr Paddelzüge braucht, bis man das Board dann einmal um 360 Grad gewendet hat. Warum wir dieses Stand-Up-Paddle-Board so gerne gepaddelt sind oder zurzeit so gerne paddeln, liegt aber auch am niedrigen Boardgewicht. Wir haben nämlich nur 8,5 Kilo Gesamtgewicht, was auf die Länge von 12-6 wirklich enorm wenig ist. Wenn ihr das mal mit anderen 12-6er Boards vergleicht, die auch so eine robuste Bauweise haben, dann liegen die meistens so bei 10 bis 11 Kilogramm. Und deshalb lässt sich dieses Board im Wasser super beschleunigen und man kann auch super die Geschwindigkeit auch über längere Strecken halten. Also dieser sportliche Gesamtcharakter, der ja auch durch das 12-6S, also durch das Sport hier beschrieben wird, der wird dem Board auf jeden Fall in ganzer Linie gerecht. Das Gladiator Elite ist ein Board, was auch eine gute Gleitfähigkeit hat und auch einen guten Geradeauslauf. Natürlich bedingt durch die lange Boardlänge. Man muss nicht oft die Paddelseite wechseln. Man kann lange auf einer Paddelseite paddeln, auch Sub-Einsteiger und Anfänger. Und das Board fährt trotzdem noch gut geradeaus. Es ist ein Stand-Up-Paddleboard, womit man lange Strecken machen kann, womit man lange, ausgiebige Stand-Up-Paddle-Touren machen kann und auch wirklich sportliche Runden drehen kann. Ich bin mit diesem Board auch hin und wieder mal 10 Kilometer auf Zeit gepaddelt und habe es tatsächlich immer fast geschafft, die 8 Kilometer in der Stunde zu paddeln. Als Konstruktion haben wir bei der Gladiator Elite Serie das sogenannte Woven Dropstitch. Das heißt, wir haben gewebte Dropstitch-Fäden, die diesem Board noch mehr Steifigkeit und Robustheit verleihen, bei aber niedrigem Boardgewicht. Das liegt einfach daran, dass das hier mit der Fusion-Technologie gearbeitet wurde. Das heißt, dass der Dropstitch-Kern nicht mit Kleber verarbeitet wurde, sondern unter hohem Druck verschweißt wurde. Und dadurch kommt dann auch dieses niedrige Boardgewicht zustande von nur ungefähr 8,5 Kilogramm. Wenn ihr das Ganze so ein bisschen vergleicht mit den ganz klassischen Double-Layer-Boards, die dann verklebt wurden, die haben dann ein deutlich höheres Boardgewicht, haben die gleiche Robustheit wie dieses Stand-Up-Paddle-Board. Hier haben wir nämlich auch, wie gesagt, zwei PVC-Lagen, Double-Layer-Drop-Stitch-Kern und wir haben zusätzlich auch an den Boardkanten noch zusätzliche PVC-Lagen, sodass das Board auch, es auch durchaus aushält, wenn man mal irgendwo gegenstößt, irgendwo rüberschrappt, da geht dieses Board nicht kaputt und strahlt insgesamt eine hochwertige Verarbeitung und Robustheit aus. Wir haben hier ein Board, was eine Dicke von 6 Inch hat, also ungefähr 15 cm, 310 Liter Volumen und damit ausreichend Tragkraft und ausreichend Auftrieb auch für schwere Stand-Up-Paddler. Die maximale Traglast, die wir auch bestätigen würden, liegt bei ungefähr 170 Kilo. Die optimalen Fahreigenschaften, also das optimale Fahrergewicht, ist bei diesem Board bis ungefähr 140 Kilo. Also mit 140 Kilo könnt ihr dieses Board noch problemlos paddeln. Das Ganze hat sich auch bei der Steifigkeit gezeigt. Wir haben natürlich hier auch wieder den Test gemacht und bei einer Auflagefläche von 1,50 Meter, dem aufgepumpten Druck von 20 PSI, hat sich dieses Board in ungefähr 13 mm durchgebogen, womit dieses Board tatsächlich schon eines der hochwertigen und steifen Stand-Up-Paddleboards ist, wenn wir das mit anderen Touring-Boards vergleichen. Die nicht ganz so guten Stand-Up-Paddleboards liegen bei der Steifigkeit meist so zwischen 15 und 20 mm. Das Gladiator Elite 12-6S ist dementsprechend ein Board, wo man auch durchaus lange Touren auch mit Gepäck machen kann. Wir haben nämlich vorne auch ein großes Gepäckgummi, wo wir dann natürlich auch ausreichend Gepäck auf der Standfläche verstauen können.
Zudem haben wir hinten am Heck einen weiteren Tragegriff, sodass dieses Board noch einfacher zum Wasser transportiert werden kann. Aber durch das niedrige Bordgewicht und den hier in der Mitte angenehm anzufassenden Tragegriff ist es natürlich auch problemlos möglich, dieses Board alleine bis zum Wasser zu tragen und auch einfach wieder aus dem Wasser rauszuheben. Als Finne haben wir bei diesem Board nur eine große Mittelfinne. Die verleiht dem Board trotzdem genug Stabilität und sorgt auch für einen guten Geradeauslauf. Das Schöne an dieser Finne ist, dass sie auch verzeiht, wenn man mal etwas über den Untergrund schrappt oder das Board vielleicht doch mal aus Versehen auf die Finne legt, weil die Finne flexibel ist. Das heißt, wir haben so eine Art Gummifinne, die sich auch wirklich immer wieder in diesen Endzustand oder in diesen geraden Zustand zurückversetzt. Das heißt, da braucht man nicht ganz so stark darauf achten, dass man das Board dann immer auf die Standflächenseite legt. Ansonsten wird hier die Finne mit dem US-Finbox-System angebracht, das heißt mit einer kleinen Schraube und einer Unterlegscheibe. Das ist so das gängigste Finn-System bei aufblasbaren Stand-Up-Pedalboards. Der Vorteil von dem System ist ganz klar, dass es die Finn überall gibt, in jedem Fachhandel, in jedem Surfshop findet ihr Finn für das US-Finbox-System und könnt so natürlich noch einfacher die Finne je nach Einsatzgebiet vom Stand-Up-Pedalboard wechseln. Kommen wir jetzt abschließend noch zum Gesamtfazit. Wir geben dieses Stand-Up-Pedalboard wirklich nur ungern wieder her. Es hat uns in den letzten Wochen richtig viel Spaß gemacht, was unter anderem an der robusten Bauweise mit der Double-Layer-Fusion-Technologie liegt, dem niedrigen Gesamtgewicht, wodurch sich dieses Board sehr sportlich paddeln lässt, auch über längere Distanzen. Wir haben eine hochwertige Verarbeitung, wir haben keinerlei Klebereste, die Standfläche ist rutschfest und auch sonst weist dieses Board richtig gute Gleiteigenschaften auf. Hinzu kommt, dass wir auch hochwertiges Zubehör haben mit dem Carbon-Paddel, wir haben einen guten, robusten Rucksack und auch sonst konnte uns das Gesamtpaket vom Gladiator Elite in ganzer Linie überzeugen. Es ist ein Stand-Up-Pedalboard, was wir ausnahmslos weiterempfehlen würden, was ein echter Geheimtipp ist. Die Gladiator-Boards waren ja bis vor ein, zwei Jahren noch völlig unbekannt und was sie hier jetzt mit der Elite-Serie auf die Beine gestellt haben, ist wirklich beeindruckend, dass man hier so viel für doch vergleichsweise wenig Geld bekommt. Wenn ihr also auf der Suche nach einem sportlichen Stand-Up-Pedalboard seid, können wir euch das Gladiator Elite in der 12.6er S-Version nur weiterempfehlen. Wenn ihr es etwas entspannter angehen wollt, dann schaut euch gerne mal die 11.4er oder auch die 12.6T-Variante an, die dann etwas entspannter durch die etwas breitere Standfläche sind. Das war jetzt unser ausführlicher Test zu dem Gladiator Elite 12.6er. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den gerne einen Daumen nach oben und abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Falls ihr noch Fragen zu dem Board habt, dann schreibt sie gerne unter dem Video in die Kommentare. Wir versuchen euch da immer schnellstmöglich zu antworten. Vielen Dank fürs Schauen erstmal und bis zum nächsten Video. Ciao!